Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei Hartmanns und in Thüringen. Aber heute nur mit Fräulein Hartmann und Herrn XYZ. Genau. Was gibt's heute für ein Video, Lea? Ich zeige euch heute meinen DM-Markt-Haul. Ich habe ja von ihm einen 50-Euro-Gutschein bekommen, um im DM shoppen zu gehen. Und ich hatte auch schon vorher ein paar Sachen im DM gekauft und das zeige ich euch jetzt alles. Jetzt zeige ich dir erstmal die genau 50 Euro, da sind wir mal gespannt. Auf einen Cent genau, Lea? Auf einen Cent genau. Also nee, 49,80 Euro. Also das Video heißt jetzt, was hat Lea für 49,80 Euro bei DM geshoppt? So, das ist gar nicht mal so viel, ne? Naja. Wenn man mal überlegt. Ja. Also, als erstes habe ich wichtige Sachen wie Slip-Einlagen, die nehmen noch viel zu viel Platz. Sachen, die halt aber Ohrenstäbchen, Lea, das ist noch nicht sein Ernst, die gibt es doch bei uns auch. Aber ja, das ist doch meine, ja. Ist nicht deins, ne? Ja. Und ich fand das schön und ich muss dir immer deine klauen. Sei doch froh, dass ich mir jetzt mal eine hole. Das sind 300 Stück. Wie lange halten 300 Ohrenstäbchen? Lange. 300 Jahre. So. Kassens. Das ist gar nicht. Oder ist das der? Doch, ja. Das ist einer von den langen Kassenzeiten. Und da ist genau 40 Euro gewesen. Das sind genau 40 Euro gewesen. Lea war nämlich insgesamt in 3 DM-Markt. So, dann habe ich einmal. Mit Zellen-Augen-Make-up-Entferner-Pads. Die teste ich das erste Mal. Vielleicht musst du das ein bisschen näher immer mal in die Kamera halten. Einmal hier. Vaseline aus der Tube. Aus der Tube. Habe ich ja noch nie gesehen. Für den Winter. So. Dann, das hat der Naime schon hier, ne? Verdingst. Was heißt denn Verdingst? Das ist ein Glossy Shine Styling Gel, ne? Benutze ich für meine Augenbrauen. Und was hat der verdingst? Was heißt verdingst? Ja, ich stand da im DM und habe eins für eins jedes aufgemacht und zurück, weil es noch schön glatt ist, ohne Dellen, dass da jemand reingepatscht hat oder so, ne? Und das hier war perfekt. Und dann steht der so an der Kasse. Nee, ich hab's anders gemacht. Hier. Nee, nein. Da ist doch. Vom so machen geht das nicht. Zeig mal. Ich hab's mal so angeguckt. Und jetzt sehen das folgendermaßen aus. Ach du meine Güte, Lea. Ja, das probiere ich auch zum ersten Mal. Und das nimmst du für die Augenbrauen, habe ich richtig verstanden. Ja. Dann habe ich das habe ich gestern Abend schon probiert. Finde ich richtig toll, kann ich nur empfehlen. Das ist ein Reinigungsschaum. Ich benutze ja sonst immer Reinigungswasser. Und das ist ein Schaum, den habe ich für meine Wimpern benutzt zum Abdings. Und das vom Balea. Vom Balea Reinigungsschaum. Dann habe ich Traubenzucker, ein Paket. Pflaster. Teddybärpflaster. Kann man immer brauchen. Die haben nur 45 Cent gekostet und dann sind 20 Pflaster drin. Also Lea, bei der Kosmetika verstehe ich sie, aber bei den Ohrenstäbchen und beim Pflaster verstehe ich es nicht ehrlich. Lass mich das doch ausgehen, wie ich das nicht weiß. Musst du auch nicht verstehen. Kernseife. Das ist wichtig. Das waren gar nicht mehr, das kostet. 95 Cent. Sicher? Oder 99. Kernseife, 95 Cent, das ist richtig gut. Und ich habe nämlich auf TikTok gesehen, dass Kernseife so gut ist für Gesichtsreinigung. Schreib's mal in die Kommentare, ob ihr damit Erfahrung habt. Steht hier drauf, zum Gesichtsreinigen, zum Wäschewaschen. Steffi, hast du schon mal Kernseife für die Gesichtsreinigung benutzt? Weder da noch sonst wo. Das habe ich auch nur mitgenommen, weil es so billig war. Günstig, ja. 55 Cent hat das gekostet. Das ist eine schöne große Seife. Eine Creme-Seife. Benutzt kein Mensch mehr. Doch. Schreib mal in die Kommentare, so, wer alles, noch normale Seife statt flüssige benutzt. Das hat er sich gekauft. Skyline und kennst du noch? Kamera. Aber gehören die auch in deine 50 Nein. Euro? Die sind separat. So, okay. Melkfett, weil meine Mutter, ich habe mir damals von ihnen Melkfett zugeschickt bekommen, weil ich das immer benutze für meine Lippen, für meine Wimpern, ne? So. Und die Mama geht ja immer so rein, holt sich einen riesen Melkfett, um sich hier das hier drauf zu schmieren. Das stimmt denn, Leute. Doch. Und jetzt dachte ich, gut, ich kaufe mir noch eins, ne? Weil das ist ja bei der Mama schnell leer. Ha, ha, ha. Mhm. Das hier habe ich auch gekauft, weil das so schön billiger und ich habe diese Creme. Ja, das ist, sag mal nicht billig, sag mal günstig. Günstig. Billig hört sich so abwertend an. Ich habe die Creme von meinem Papa gekriegt, ne? Wo ich in Deutschland war und ich fand die so. Kannst du die mal richtig zeigen? Also ein Creme ist das. Ich dachte, das wäre so eine Spülung. Bodycreme, Cheddar und Butter und Arganöl für und trockene Haare. Und die benutze ich jetzt halt hier. Was kostet die denn, Lea?
Hast du die Preise etwa nicht im Kopf? Mama, bitte. Bodycreme, 1,95. Das war ja ein Schnapper. Für so einen großen, wie viel ist das? Für so einen Riesentopf. Ja. Man darf natürlich jetzt nicht keine Gedanken machen, dass das Paket verschicken nochmal 20 Euro kostet. Wenn die Sachen recht wieder teurer. So, dann habe ich mir die zwei genommen. Handcreme. Die eine, weil ich die so gut finde und die andere, die wollte ich mal testen. Ich benutze sie allerdings nicht als Handcreme. Ich benutze sie eigentlich immer für mein Gesicht. Ja? Ja, ich weiß. Zeig mal bitte, was ist das für eine? Einmal Balea pH 5,5. Oh. Die soll ja ganz gut sein. Hier, die habe ich schon mal getestet. Okay. Ja, so. Das hier, das war teuer. Das war sehr teuer, dieses kleine Teil. Habe ich auf TikTok gesehen. Das ist ein Fixing Spray mit so einem Glow. Das sieht ja so aus. Und dann schüttelt man das. Und dann hier. Dann, wow. Ja, und das war teuer. Das war sehr teuer. Wenn ich euch das jetzt sage. Ne? Du machst mit 5, oder? 4 Euro oder so. Oder 3 Euro. Warte mal. Ja, erzähl doch mal weiter und dann kann... Such du mal Catrice. Ach du Scheiße. Hier, Catrice. So. Dann einen weißen Kajal. Warum? Ich hatte früher, wo ich 8 war oder so, hatte ich ein Freundebuch. Ein Topmodel-Freundebuch. So, und in dem Freundebuch standen doch auch immer hier die Sternzeichen und es stand da die Eigenschaften von jedem Sternzeichen, ne? Und was die so tragen, was sie ausmacht. Und da stand bei Fische, dass sie immer einen weißen Kajal tragen. Und ich hatte nie einen weißen Kajal. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen habe ich gesehen, bist du am Suchen? Ich habe schon. Ich warte nur. 4,95. 4,95. Das kleine Teil hier, ne? Naja, und ich habe gesehen auf TikTok, dass weißer Kajal die Augen schön groß machen soll. Teste ich dann mal aus, ne? Mhm. So, und jetzt kommen die kleinen Sachen. Das hat jetzt 10 Jahre gedauert, Lea, bis du den mal bekommen hast. Die besser kleine denn? Sachen. Was war dann? Ah nee, doch nicht, habe ich meine Pflaster bekommen. Warte. So, jetzt kommen die kleinen Sachen, die haben wir hier drin verstaut. Das sind ja immer Schnäppchen hier, diese ganzen Masken. Ne? Und da habe ich mir die genommen, die jetzt so neuer sind und die ich noch nicht probiert habe. Die habe ich für meine Freundin auch geholt. So, und das war auch ein Drama, das hier zu finden. Das ist ja über ganz TikTok jetzt. Ein Jelly Primer. Der hat irgendwie auch 3 Euro so viel. Den haben wir woanders gekauft, oder? Den haben wir woanders gekauft, weil den gab es nirgends. Den gab es nirgends. So, den hier. Dann die waren insgesamt in 3 oder 4 DM-Marken. Und zwar habe ich keinen... Ich habe so ein Puder, ne? Das ist schon fast leer und das ist so ähnlich wie das. Nur, dass das hier ein bisschen glitzert. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus, aber das muss ich sagen, das sieht schon gut aus, ne? Wie heißt es? Essence Kissed by the Light. Hier, oder? Puder. 3,95. Puderkiss? Ja. 3,95, das ist auch toll. Naja, was ist das? Mehr Kleinteil oder war es das? Nee, das ist immer mal, da kommt noch viel. Oh, das wird ein langes Video. Ich kann die Kamera bei mir mal halten. Das braucht man immer. So, das habe ich auch auf TikTok gesehen. Das ist ein Lash Primer Booster. Der ist weiß. Was sind die vor dem Tuschen, die Dinger weiß. Und danach gehst du mit deiner eigenen Wimperntusche drüber. Ich mache das immer mit Make-up schon vorher und dann gehe ich mit der Wimperntusche drauf. Hat den gleichen Effekt, Lea. So, das habe ich schon ausprobiert, müssen wir sagen, ne? Wir sind begeistert hiervon, oder? Mhm. Ihr seid begeistert, hast du es auch schon getestet? Nee, aber er hat mir gesagt, ob das wirklich was bringt. Und zwar ist das für unter die Augen. Dann gehst du so drüber. Und ich habe das gestern ausprobiert, ne? Wir sind ja gestern von morgens den ganzen Tag rumgelöst. Ich hatte Augenringe nach dem Abmaschen. Habe ich das mal auf einer Seite gemacht und habe ich ihn gefragt und man hat richtig den Unterschied gesehen, ne? Kannst du mal in einem Auge bei ihm das gerade testen? Ja, also der hat so schlimme Augenringe, das kriegt man nicht mehr hin. Zeig mal, bitte guck erstmal die Kamera für vorher. Ja, jetzt mach mal drauf. Hilfe. Ah, mein Auge. Lass mal das Auge offen. Lea, nicht zu viel. Denk dran, war teuer. Das merkt man eh nicht. So, und jetzt muss man kurz warten. Dann zeige in der Zeit mal die anderen Sachen, Lea. Hätte ich mal vorher nachher mitgemacht. So. Ach ja, hier noch mehr Traubenzucker. Mhm. Zucker. Hier war der schon offen? Oh mein Gott. Nee, ich hab den aufgemacht, oder? Ach, weiß ich doch jetzt nicht mehr. Zeig nochmal genau, was ist das? Das ist ein Concealer. Von Essence? Ja, den habe ich schon ganz oft gehabt, deswegen.
Ist gut. Mhm. 92. Ja, das ist viel billiger. Was ist denn da hier drin? Was ist das für eine Tablette? Meine. Wofür denn das? Das müssen. Ein Lip Liner. Mhm. Das ist mein Lieblings-Lip Liner. Das ist die Farbe Delicate 303 von Essence. Okay, das 303 ist so eine schöne von Farbe. Essence. Guck mal. Oh ja. Eine ganz schöne Farbe. Toll. Meine Freundin, die immer einen Schuh Keller. So, die letzten drei Teile. Hier, das soll ich auch mal ausgetestet haben. Der ist ja jetzt neu rausgekommen bei Essence. Das ist einfach ein Lip Balm. Und zwar hat er hier so ein Herzchen. Oh. Ja. Süß, ne? Süß. Hast du schon getestet? Nee, noch nicht. Die zwei Sachen habe ich schon getestet. Und zwar ist das hier. Da habe ich auch lange gebraucht, um den zu finden. Der war auch überall ausverkauft. Das ist ein Lip und Cheek Oil. Und zwar ist das so durchsichtig, ne? Und dann macht man das auf die Haut und dann verfärbt sich das im Dunkeln. Mhm. Ist sich einfach färben, oder? Ja. Und dann so, Tupfer, oder? Und das wird dann so wie Rouge. Das habe ich jetzt auch drauf. Okay. Super. Aber da ich mich unten im Licht nicht richtig gesehen habe, kann auch sein, dass es eine Katastrophe aussieht. Es geht. Und auf den Lippen kann man das auch machen. Mhm. Und der letzte Teil? Color Change. Also hier bin ich sehr überzeugt von, würde ich mir nochmal kaufen. Aber gibt's ja nicht, ne? Nee. Das hier ist Tante Steffi, ein... hast du dir das gemerkt, falls du es mal irgendwo siehst? Nee. Das hier ist ein Lip Oil. Das habe ich auch noch nie getestet. Mit Plumping-Effekt. Das heißt, wenn ihr euch das drauf macht, dann brennt das so ein bisschen am Anfang. Und das soll die Lippen wohl dicker machen. Ich denke jetzt mal nicht, dass das die Lippen ein bisschen dicker macht. Aber es ist ein schönes Öl. Also sieht schön aus, ne? Okay. Habe ich ihn auch drauf gemacht. So, und das alles zusammen waren dann wie viel nochmal? 49,80. Ja, das alles. Und dann hattest du vor ein paar Tagen so eins. Dann habe ich schon vorher, habe ich hier das Tütchen gemacht. Das ist für meine Freundin. Also lauter Sachen. Kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Ja, das hier, Video schon sehr lang, weißt du, was ist? Ich zeige das ganz schnell. Das hier ist Sommerpause, die kennen das nicht, also kriegen die das mal zu probieren. Dann auch hier die Masken, ne? Kriegt die auch. Dann hier einmal so, hier die Dinger. Die Dinger sind so eine Art Labello, also Lippenpflegestifte. Die sind bei uns sind die so teuer. Den Lippenstift kriegt eine andere Freundin von mir, die wollte unbedingt einen Lippenstift haben in der Farbe. Ich weiß gar nicht, wo ich den gekauft habe. Das hier ist ein paar Süßigkeiten. Den Lip Liner kriegt meine Freundin. Das ist die Farbe, die meine Freundin immer nimmt. Das ist die Farbe 202 My Mind, auch von Essence. Den benutze ich auch manchmal. Dann hier so zwei Badesterne. Hoffentlich gehen die nicht kaputt. Und halt ein bisschen Süßkram. Und Leute, einen ganzen riesengroßen Karton voll, auch noch mit Zeug. Da blende ich euch jetzt hier mal ein Bild ein. Ich habe so ein Maskenset auch für meine Freunde. Maskenset und Süßigkeiten, Toffifeen, Eis, was ihr nur glauben könnt, das schicken wir noch mit der Post. Also wir haben, also wir das selber... Das kriege ich auch alles zum Geburtstag in einem Geburtstag. Das war jetzt alles günstiger wie in Spanien, aber wenn die Portokosten rechnen, ein Paket 30 Euro, andere 20 Euro, ist nichts mehr günstiger. Aber Hauptsache leer, einfach Power shoppen. Ist das meins, ja? Die Katze möchte raus. Die möchte jetzt raus. Die hat Angst vor uns. So, wenn Lea, dann kannst du das ja gleich einräumen. Dann kann auch sie jetzt das Video beenden. Wie darfst du das Video beenden? Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen dicken Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare. Was noch? Richtig. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hier. Tschüss. Tschüss.